Herzlich willkommen zum nächsten One Piece Video. Heute ein unglaublich gutes Thema. Ich hoffe, ich schreibe den Titel richtig, damit es nicht jeder falsch versteht. Es geht um ein Foreshadowing, also ein Foreshadowing, was ich glaube, was so passieren wird. Und ich habe noch keinen gesehen, der das so erwähnt hat, wie ich das jetzt machen werde. Aber ich muss wirklich erstmal ausholen, bevor ich erstmal zu meiner Theorie komme. Deswegen nehmt euch Zeit und guckt euch das Video an. Jeder kennt ja die Foreshadowings, ne? Wir wissen alle, dass Ace tot vorgeshadowt wurde, wissen wir. Wir wissen auch, dass Yusaku damals schon gesagt hat, dass es einen Fischmenschen gibt namens Jinbei. Damals schon. Also, Oda macht viele Sachen und Jahre später kommt er darauf wieder zurück. Wie zum Beispiel auch Okta. Okta hat gesagt, er war der zweitstärkste Fischmensch, Schwertkämpfer-Fischmensch überhaupt. Und auf der Fischmenscheninsel haben wir dann herausgefunden, wer der stärkste Schwertkämpfer-Fischmensch ist. Und Zoro, sorry, und Zoro hat den locker besiegt. Oder wir wissen die Theorie, dass in Kapitel 944 irgendwas mit Zoro oder Mihawk passieren wird, dass einer von den beiden stirbt oder irgendwas da sein wird. Ne? Jeder sieht das als Foreshadowings-Coverpage an. Wir kennen alle diese Foreshadowings. Und ein Fakt, was ich euch noch sagen will, ist, dass Oda hat selber gesagt, dass er 30 Seiten pro Kapitel im Kopf hat, aber sie auf weniger als 20 kürzen muss, weil er nicht genug Zeit hat, in einer Woche mehr als 20 Seiten zu zeichnen oder zu skizzieren und dann zu zeichnen und rauszuhauen. Also ist jedes Panel, also jedes kleine Fenster im Manga wichtig. Alles, was dort gezeigt wurde, ist wichtig, weil Oda genau überlegt hat, was nimmt er rein und was nicht, was zeigt er und was kriegt keine Sprechblase und was nicht. Ich suche euch jetzt extra für meine Theorie mal Kapitelanzahl raus, denn ich kann nicht jede Seite zeigen. Ich nenne euch einfach die Kapitelzahl und ihr könnt selber nachgucken, wenn ihr mir nicht glaubt. In Kapitel 228 hat Marron Cricket über seine Lügner-Vorfahren gesprochen. Erinnert ihr euch noch? Lysop hat ihn darauf angesprochen und gesagt, hey, willst du beweisen, dass deine Familie unschuldig ist und die nicht gelogen haben? Was hat Cricket gemacht? Er hat eine Waffe auf Lysop gerichtet und ihm gesagt, rede bloß keinen Mist. Er war wütend auf seine Familie. Marron Cricket war wütend auf seine Familie. Er hat gesagt, er will nichts mit seiner Familie zu tun haben. Seine ganze Kindheit war wegen seiner Familie scheiße. Und dann schaut euch mal Sanji an. Wie Sanji darauf reagiert hat. Man hat ihn gesehen, man hat seine Augen nicht gesehen und er hat nichts dazu gesagt. Dieses Bild hat man ein paar Seiten später nochmal gesehen. Er hat wieder nichts gesagt. Und dann, als Marron Cricket gesagt hat, ja, ich will jedem die Wahrheit über meine Familie erzählen. Ich will, dass die Wahrheit jeden erreicht. Und dann wurde Sanji hellhörig. Er hat trotzdem nichts gesagt, man hat aber seine Augen gesehen, er hat in Richtung Marron Cricket geguckt und er wurde hellhörig. In seine Sprechblase, da stand nur Punkt, 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 Punkt drin. Also war Sanji verwundert, dass Marron Cricket sozusagen seine Familie oder seine Vorfahren in Schutz nimmt und sagt, hey, ich habe den verziehen und ich will die Wahrheit jetzt wirklich rausbringen, was vor mir noch keiner geschafft hat, aber er will es schaffen. Also er war verwundert, dass er immer noch zu seiner Familie stand, trotz all dem Mist. Warum ist mir das so wichtig? 584 Kapitel später, also Kapitel 812, erfahren wir, wer Sanji wirklich ist und wer seine Familie ist. Wir hören zum ersten Mal das Wort Windsmoke. Sanji Windsmoke hören wir dann zum ersten Mal. Und wir wissen, wie Sanji und seine Familie zueinander standen. Sanji konnte seine Familie nicht leiden, er ist von denen abgehauen, er wollte nichts mehr mit denen zu tun haben und seine Familie hat ihn sein Leben zur Hölle gemacht. Versteht ihr langsam, auf was ich hinaus will? Wir haben alle bemerkt, dass die Arcs sich ja wiederholen. Der Big Mom Arc, jetzt wo wir gerade sind, ist die Parallele zu Skypiea. Was war vor Skypiea? Jaya, also ne, dort wo Cricket abgehangen ist und sowas und Bellamy und so ein Quatsch. Was wäre das dann jetzt? Zoark, genau. Wo haben wir zum ersten Mal erfahren, wer Sanjis Familie ist? Im Zoark. Wer hat die gleiche Parallele zu Sanji? Marron Cricket auf Jaya. Und das Krasse daran ist, genau das gleiche passiert gerade nochmal. Ein Charakter reagiert auf eine Sache, über ein bestimmtes Thema reagiert er jedes Mal, aber sagt nichts dazu. Für die Leute, die mich länger kennen und meine Videos schon länger verfolgen, schon von damals, die wissen, wen ich jetzt meine. Genau, Zoro. Warum Zoro? Immer wenn Kaido erwähnt wurde, hat Zoro darauf reagiert, er hat aber nichts dazu gesagt. Irgendwann hat dann sogar Zoro dieses Thema angesprochen und hat gesagt, hey, Kaido wartet auf uns, wir haben den gerade ans Bein gepinkelt, er ist stinksauer, wir können uns jetzt nicht mit Sanji beschäftigen, wir haben ein größeres Problem vor uns. Und Zoro weiß ganz genau, wer Kaido ist. Meine Theorie ist, Zoro und Kaido haben irgendwas miteinander gemeinsam. Ist egal, was es ist, ja?
auch wenn ihre Vorfahren sich kennen oder irgendwie irgendwas ist. Diese beiden haben irgendeine Verbindung zueinander. Das ist meine Theorie. Und ich hoffe, ich habe das klar genug verständlich rübergebracht, damit ihr wisst, was ich meine. Und diese Sache hypt mich gerade übelst auf Wano Kuni. Ich will unbedingt wissen, was in Wano Kuni passiert. Unbedingt. Und das Interessante ist noch dabei, Enies Lobby und Wano Kuni sind die Parallel-Arcs zueinander, ne? Nach Skype ja und Enies Lobby hatte viel mit Robin zu tun. Ich freue mich ein bisschen drauf. Ich bin unglaublich gehypt. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn diese Theorie nicht stimmt, ne, dann habe ich keine Ahnung, welche Theorie noch stimmen könnte. Also wirklich, dann ist für mich jede einzelne Theorie unglaubwürdig, wenn das nicht passt. Sag, was eure Meinung dazu ist. Es ist gerade 1 Uhr morgens, ich bin eigentlich komplett fertig, aber ich wollte es noch schnell aufnehmen, denn ich habe zu lange keine Videos mehr rausgehauen, seit keine Ahnung wie vielen Tagen. Seit einer Woche oder so. Und mein letztes Video über Zorro und die Dämonen. Was ist da bitte los? Hallo? Über 2000 Klicks, also jetzt gerade irgendwie 2000 sonst was. Hä? So, habe ich irgendwas falsch oder in diesem Fall richtig gemacht? So, was ist denn los? Ich freue mich natürlich darauf und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. So viel dazu, ich quatsche jetzt nicht länger um den heißen Brei. Ich wünsche euch viel Spaß, vielen, vielen Dank fürs Kommentieren und nochmals, kommentiert fleißig. Das will ich von euch, meinetwegen könnt ihr auch liken und sonst was, damit dieses Video auch rumkommt für die Leute, die glauben, dass diese Theorie wirklich stimmt. Und wenn ihr nicht glaubt, dass sie stimmt, dann sagt mir das. Ich will unbedingt mit euch kommentieren, also mit euch schreiben. So viel dazu, ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich gehe gleich schlafen.